bestimmt der Mitarbeiter. So, Leute. 20 Minuten noch. Dann mache ich Päuschen, Abendessen und danach spielen wir noch eine Runde Hand. Warum brauchen Sie so lange? Vielleicht. Ich dachte, wir haben vor dem Dreh noch ein Produktionsmeeting. Der Van ist schon beladen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Frauen es nicht mögen, wenn Männer sich über ihre Pünktlichkeit aufregen. Sie fühlen sich kontrolliert. Du musstest das lesen, um das zu wissen? Ich dachte nur, du findest die Info hilfreich. Ich will Chris nicht kontrollieren. Wir haben nur viel zu tun. Ah. Nicht so laut, aufgeregt, genau richtig, genau richtig. Scheiß auf, nicht so laut, ey. So. Hey, genau richtig. Gehen wir ans Werk. Nichts, nichts, nur verhalte dich unauffällig. Bonnie schnüffelt herum. Okay. Sind alle bereit für das Produktionsmeeting? Vor uns liegt eine große Nacht. Leute, also echt, meine Gedanken rasen gerade mit Lichtgeschwindigkeit. Wusstet ihr, ob man da vorher nicht so unpünktlich ist? Reg ich mich auf. Zeitungsartikel hat, der je geschrieben wurde? Total irre. Da steht alles drin. Nein. Erzähl mehr. Ich war quasi den ganzen Tag da und las jedes Detail über Frank Stone, das Stahlwerk, die Morde. Das hier ist eine verdammte Goldgrube. War wohl ein produktiver Tag. Und ja, ich hatte Hilfe von meinem Assistenten. War mir eine Ehre. Oh, da fällt mir ein. Da du jetzt ein offizielles Teammitglied bist. Ah, wow, T-Shirts. Wow. Das ist. Das ist ja toll. Eine echte Ehre. Diese wunderschöne Farben will natürlich verdient sein. Ich verspreche, ich werde der beste Hilfsproduzent aller Zeiten. Produktionsassistent. Ja, ja, klar. Schau mal. Wow. Halt. Chat wo ist Sheriff Green? ja, also, Dad war nie besonders gut darauf zu sprechen. Er hat den Kerl doch erwischt? Ja. Und Sheriff Kusich hat den Ruhm eingeheimst. Die Leute hier wussten, was los war, aber... Lass mal sehen. Das ist ein 10-Jahres-Rückblick. Da stehen allerlei grausige Details, die noch nie in der Presse waren. Frank Stone. Dad wurde auch etwas mehr gewürdigt. 10 Years later oder so? Das ist eine große Sache. Wir drehen unseren Film genau da, wo alles passiert ist. Besser wird's nicht. Sonst Opfer waren echte Menschen. Ist wirklich so. Ich bin für unbehaglich. Vor allen Dingen hat er fast ein Baby geopfert. Da war einfach ein kleines Baby in so einem Ding da drin. In der Wiege. Zu viel rumschnüffeln ist auch nicht gut. Stones Opfer waren echte Menschen. Das war ein echter Mensch. Ja, und? Ihr dreht nur einen Film. Ich weiß nicht. Es ist eine Sache, darüber zu reden. Ja. Aber eine andere, ihr Bild anzusehen. Und das ist plötzlich ein Problem für dich? Hallo, es ist voll gruselig. Ey, das ist voll eklig. Nur... etwas seltsam. Du warst noch wild entschlossen, als ich herkam. Was ist los, Mann? Nichts. Ich will nur nicht irgendwelche Opfer ausnutzen oder so. Wir nutzen hier nicht Stones Opfer aus. Ich will nur das Potenzial unseres Drehorts voll ausschöpfen. So macht man einen guten Film. Nee, das versteht nicht, worum es wirklich geht. Darum, dass da wirklich Morde passiert sind, dass er da verbrannt ist und dass das da alles... gruselig. Will mich auch gar nicht mit dir anlegen, aber...
Let's go, misstrauisch. Du verstehst nicht, worum es geht. Es geht nicht um Stahlwerk. Wo ist das Problem? Findest du dich nicht ein wenig zu begeistert von allem, was dort vorgefallen ist? Jaime, wenn du das wirklich so schlimm findest, dann bleib gerne zu Hause. Chris? Er ist die Nummer 1 in der Dispo. Was heißt das? Er hat die Hauptrolle, ohne ihn gibt's keinen Dreh. Ja, weiß ich. War nur ein Witz, ist doch klar. Ja klar. Witzig. Robert und ich suchen im Stahlwerk nach weiteren Drehorten, die mit Stone zu tun haben. Dann werde ich diese Sache durchziehen, egal um welchen Preis. Ich wollte noch immer noch ein paar Szenen abdrehen, dafür braucht man jetzt nicht extra neue Orte suchen. Was geht denn mit ihr? Ja, ist echt so. Echt besessen. Okay, in der Garage. Oh mein Gott, ganz viel Zettel. Okay, Secrets of Killer come to light. End of area. Ich will die Secrets. Wieder ganz viel Text. Wieder ganz viel Text. Oh, bla bla. 36 Jahre alt Mechaniker. Fang doch einfach damit an. Wir suchen also Erwähnungen von Frank Stone. Auseinandersetzung wurde erschossen. Wir suchen nach auf konkrete Orte im Stahlwerk, bei denen eine Verbindung zu Frank Stone bestehen könnte. Das Stahlwerk ist ziemlich groß. Deshalb bin ich auch so sicher, dass wir noch nicht alles gefunden haben. Definitiv möglich. Wir finden es. Stone hat sich absichtlich dümmer gestellt, als er war. Als hätte er nichts in der Birne, aber wer mehr Zeit mit ihm verbrachte und ihm die Augen gesehen hat, wusste ganz genau, Herbstprognosen fürs Stahlwerk. Dass er das in Schilde führte. Nein, aber es geht um die Einstellung der Arbeiter. Leute waren depressiv. Es gab Selbstmorde. Im Stahlwerk? Nicht direkt, aber von Leuten, die da gearbeitet haben oder entlassen wurden. Verdammt. Das war ein, zwei Jahre vor Beginn der Morde. Niemand war traurig, es los zu sein. Er hat vorher schon getötet. Es gibt mehrere solcher Artikel. Das Werk war auf dem absteigenden Ast. Könnt ihr mal noch still sein da hinten? Ich weiß nicht. Es hängt alles zusammen. Mit ihm, damit wie er war oder warum er das alles getan hat. Oder so. Das ist deine Expertenmeinung? Ist nur ein Gefühl. Die Morde sind nur ein Vorwand. Sie wissen, dass es ein Vermögen kosten würde, das Stahlwerk wieder zu öffnen und sämtliche Mitarbeiter einzustellen, die ihn überhaupt erst ihren Reichtum verfolgen haben. Was ist das? Todesanzeigen. Mann! Ungefähr aus der Zeit der Morde. Und ein wenig davor. Ich frage mich, ob Linda mit dem Stone-Zeug zurechtkommt. Ihn nervt wirklich. Ein Tape. Tom Holt Interview. Okay. Gegenstand hinzugefügt. Oracle of the Universe. Guru Connor. Fühlen Sie sich gefangen? Leben Sie Ihr Leben oder überleben Sie lediglich? Stellt dieses Universum Sie zufrieden oder sind Sie auf der Suche nach einer tieferen Wahrheit jenseits der Realität? Okay, bla bla. Guru, Guru. Achso, ich kann das sogar lesen. Ach du Scheiße. Kenobi, vielen Dank, dass du da warst. Vielleicht sehen wir uns gleich nochmal, ja? Wenn du denn wieder da bist. Und ich werde jetzt auch gleich mal was essen, ja. Bis nachher vielleicht. Und guten Appetit beim Abendessen. Ich lese mir das jetzt nicht alles durch, ey. Das ist Guru-Orakel-Zeug. Das brauche ich nicht. Hoffe ich. Ah, ich kann da das Ding reinstecken und anhören. Ja. Ja. Ich erinnere mich glasklar. Sowas wie in dieser Nacht habe ich noch nie erlebt. In meinem ganzen Leben. Sieht aus wie bei... Das war ziemlich einzigartig. Stranger Things. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt noch leben würde, wäre Sam Green nicht gewesen. Ach, der Hand... Haushand... Eine Schande, dass der andere Sheriff den Ruhm einheimst. Eine echte Schande. Der hatte die Suche nach Stone schon aufgegeben. Aber Sam Green wusste es besser. Er kam rauf und sagte, wir müssen das Werk bis auf den letzten Winkel absuchen. Und hätten wir eine Sekunde länger gewartet, tja, gäbe es ein hübsches Baby weniger auf der Welt. Oder schlimmer.
Sam hat Stone im allerletzten Moment erledigt. Wie in irgendeinem Film. Dank Mr. Holt hat niemand meinen Papa angezweifelt. Wow. Danach waren sie Freunde. Mein Dad hat die Grabrede für Mr. Holt gehalten. No. Mr. Holt ist tot. Mama wird endlich entlassen. Ich kann's kaum erwarten. Ach so, aus der Psychiatrie oder was? Quatschen wir mal mit Linda. Ich wollte ja nichts sagen, aber ich bin einfach kein Fan davon. Verständlich. Okay. Sie ist super besessen oder sollte ich mir Sorgen um Robert machen? Total besessen von Frank Stone? Wer ist denn Robert? Ach, das ist der Sohn von dem, ne? Ich würde eher das besorgt nehmen. So. Verunsichert, besorgt. Ich habe tatsächlich diesmal sogar den Livestream über TikTok angekündigt, in der Hoffnung, dass ich vielleicht mal ein paar neue Leute ranholen könnte. Heftig. Vielleicht, weil sie nicht aus Cedar Hills ist, aber naja. Allerdings hat das null Aufrufe. Wir hätten Opfer sein können. Oder unsere Familien. Waren sie aber nicht. Ach, du findest auch, dass es egal. Ich sage nicht, dass es egal ist. Ich meine nur, es ist einfach lange her. Und Chris freut sich, weil ein paar der Orte richtig gut in den Film passen. So wie dieser. Sieh mal hier. Was ist das alles? Ich habe mir eine neue Szene überlegt. Auch geschrieben? Ja. Weiß Chris? Ich habe es Chris gestern gesagt. Oh, fand sie es gut? Wir drehen sie, wenn wir Zeit haben. Cool. Dieser Ofenraum ist der perfekte Ort. Aber ohne Chris' Recherche hätte ich nie davon gewusst. Also wollen sie da drehen, wo Frank ermordet wurde? Missbedingt, sie hätte weniger Zeit verschwenden sollen oder ermutigend ist ziemlich krass. Diesmal finde ich es, glaube ich, besser zu ermutigen. Sie hätte weniger Zeit. Ich nehme ermutigen. Ist ziemlich krass, aber könnte geil werden, so nach dem Motto. Ziemlich krass. Hoffentlich können wir es drehen. Danke, ich auch. Ich auch. Oh, ja! Ah? Was ist das? Ein Bild von Frank Stone. Ah, das Datum. Ja. Oh, ja! Was? Das ist von vor den Morden, bevor klar wurde, dass es Frank war. Es geht um das Stahlwerk. Eine Art Lobeshymne, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Oh, was ist denn das? Bildunterschrift. Arbeiter Frank Stone, Maschinenhalle. Volltreffer. Maschinenhalle, hä? Da müssen wir drehen, das ist es. Das ist doch kein Ofen. Einfach perfekt. Also, Zeit zu gehen? Okay, Leute. Neuer Drehort. Zeit loszuziehen und zu drehen, was das Zeug hält. Los, los. Zeit ist Geld. Machen wir einen Film. Gut, immerhin nicht der Ofen. Bonnie. Die Mutter von... Der, dessen Namen ich vergessen habe. Woran hat die kleinen Knalltüten denn gearbeitet? Hallo. Interessant. Bonnie fängt an zu schnüffeln. Verehrte Gäste, ich präsentiere das Stahlwerk. Mal wieder. Da ist es. Seht ihr den Bach da unten? Wenn wir dem folgen, kommen wir zum geheimen Eingang. Ah, die waren doch schon mal drin. Ach so, geheimer Eingang. Ist ja auch geheim. Wir müssen das nicht tun. Doch, müssen wir. Bereit? Ah, Achtung. Stolperfalle. Ah.
Okay. Oh, die Musik fing gerade an gut zu werden, glaube ich. Chris, 20.58 Uhr am Bach. Könnt ihr nicht sehen, weil ich davor sitze. Ziel, finde den Eingang zum Gully. Oh, ich spiele Chris. Muss ich da jetzt drüber? Durch, okay. Einatmen. Und ausatmen. Jetzt ausatmen. Kaum zu glauben, dass wir gleich den Ort sehen, an dem Frank Stone Leute ermordet hat. Wow. Ihr wart schon mal da, aber ein bisschen abseits wahrscheinlich. Von hier aus gibt's zwei Wege in den Gully. Einmal leicht, einmal schwer? Sie sind beide eher mittelschwer. Dann zeig uns erstmal mittelschwer. Er hat sogar das T-Shirt an, Mördermüll. Mittelschwer 1 führt über das Tor da drüben. Von da aus kommt man geradewegs rein. Aber da kommen wir der Route meines Dads ziemlich nah. Und Mittelschwer 2? Mittelschwer 2 wäre die andere Seite zu nehmen, wo wir mehr Abstand zu meinem Dad haben. Aber das dauert auch etwas länger. Ja, wir nehmen definitiv den Abstand, oder? Mittel? Mittelmäßig. Also, wo lang? Ich würde sagen, mehr Abstand. Klettern, überqueren. Ich würde sagen, mehr Abstand ist besser. Auch wenn es länger dauert, wir haben ja Zeit. Es ist erst 21 Uhr, so wie ich das gerade gelesen hatte, glaube ich. Ich halte lieber Abstand zu Gesetzeshütern. Sorry. Hey, ich will auch keine Probleme kriegen. Dann geht's jetzt los? Ja. Dein Dad kontrolliert das Stahlwerk echt jede Nacht? Solange ich denken kann. Hm. Früher fand ich das seltsam, aber es ist einfach sein Ding. In meiner Kindheit war ein Gespräch sofort beendet, wenn jemand meinen Dad Held von Cedar Hills nannte. Er wollte doch auch kein Interview geben für die Reportage zum 10. Jahrestag. War eine coole Schlagzeile. Wie war der Titel? Der Mann, der Stone bluten ließ. Verdammt! Wäre das nicht ein guter Titel für den anderen Film? Anderer Film? Ich glaube, da war etwas hinter uns. Etwas oder jemand. Wir haben der Fantasie freien Lauf gelassen. Umgesponnen. Cool. Vielleicht sollten wir lieber erst einen Film fertig machen. Absolut, ja. So, nicht, dass ich wieder irgendwas übersehe. Warte mal. Kann ich eigentlich auch zurück, rein theoretisch. Ja, laufen die mir hinterher? Hoffentlich nicht. Ich will nur mal gucken. Nicht, dass ich wieder irgendwelche Figuren übersehe oder so. Guck mal, hier kann man doch auch lang, oder? Es ist nur ziemlich dunkel hier, aber egal. Nee, sieht nicht so aus. Taschen, aber die laufen halt echt alle hinterher, ne? Geht was weg! Von da kommen wir. Da muss ich nicht nochmal hin, ne? Kann ich hier noch? Oh, ich kann hier überall noch so ein Stück hoch und weiter, ne? Das ist schon interessant. Lagerfeuer. Sieht alt aus. Hm. Bonnie und ihre Freunde haben hier draußen abgehangen. Also meine Box ist Bonnie hier. Das ist so cool für Freunde. Aber nicht neue Figuren. Sie waren nicht cool genug für sie. Deshalb ist sie nach New York gezogen. Was, wirklich? Nein. Da unten aber ist noch so ein kleiner Steg. Sie war nicht immer so Bonnie. Ich weiß nicht, wo die alle sein sollen, ey. Ein braver kleiner Sonnenschein. Mit Lagerfeuerpartys bei alten Stahlwerken? Was ist falsch daran? Es klingt nur nicht sehr nach kleiner Sonnenschein. Bonnie war Vorstand vom Club für eine saubere Cedar Hills High School. Wir sammelten hier den Müll ein, der von der Straße rübergeweht wurde. Oh, da war kleiner Sonnenschein. Also ich kann fast komplett zurückkehren. Sex, Drugs, Rock'n'Roll.
Happy Ends sind schon schön. Aber hier liegt nichts rum. Guck mal, fix was zu essen, mach das mal. Ich habe mir wieder ein Spiegelei gemacht mit Käse drauf. Es war wieder sehr lecker. Schade, ich dachte, ich finde hier vielleicht noch irgendwo eine Figur, aber dann entweder ich bin komplett blind oder hier liegt einfach nichts rum. Nö. Ich glaube, hier liegt tatsächlich nichts rum. Kann ich hier rechts auch noch lang? Da muss ich sogar lang, ne? Ja. Ich meine, die würden ja blinken, würde hier irgendwo was liegen. Da hat gerade was geraschelt, aber... Nee, komme ich überall nicht. Oh Gott, das ist voll gruselig. Es raschelt da voll laut, ey. Nix Figur, nix, gar nix. Warum kann man sich denn da umgucken, außer den Lagerplatz, den man findet? Ist da ja auch nichts weiter, ne? Okay. Ich muss balancieren. Okay, sie stellen fest, ich kann nicht balancieren. Aber es war mir schon fast klar, dass man da runterfallen kann. Das sah nämlich direkt danach aus. Ich weiß nicht, wann man drücken muss und wann nicht, aber das kriegen wir schon noch raus. Gott, der sah eben so grau aus. Typ, so grauhaarig. Ich schaff das, ich schaff das. Ich schaff das. Easy. Gut. Kein Gespräch mehr hier am Laufen? Du darfst ruhig weiterreden. Bin multitaskingfähig. Er will da runter? Oder was? Kann man da unten auch noch lang? Oder ist das wieder so ein, falls ich runterfalle, Weg? Ich würde es mir ja schon angucken, ne? Oh, er ist gerade, Er will da lang, aber ich will da nicht lang. Will ich da lang? Ich will da doch lang, glaube ich. Okay, er ist da hinten gerade hochgeklettert, ne? Er ist hier hoch. Und was ist, wenn ich da hinten hochgehe? Weil ich kann da drüben ja auch rüber balancieren. Ich will keinen Weg mehr verpassen, es tut mir leid. Chris Gordon. Ein weiteres Opfer von Frank Stone. Und der Schwerkraft. Ja, vielleicht gar nicht so verkehrt. Also. Ah, hier ist wieder eine Figur. Sehr schön. Was ist das? Mittelfinger eines Tätowierten. Sie sagt, ich soll meinen Träumen zweifeln. Merkwürdig. Kann ich hier runter? Ja. Gut, dann war das doch richtig, dass ich da nochmal lang gegangen bin. Hier geht es nämlich tatsächlich weiter. Er wartet da auch schon. Also alle Wege abchecken. Das muss ich mir unbedingt nochmal für den ersten Teil des Spiels merken. Ich liebe es hier. Ist das so? Mal sehen, was wir dort drin finden.
Oh Gott, ab in den Gulli, ey. Bist du denn sicher, dass wir hier sicher sind? Ich meine nicht, dass wir in irgendeinen Lüftungsschacht voll wirbelnder Ventilatoren fallen. Das kann ich nicht versprechen. Aber zumindest könntest du sehen, wie sie dich in Stücke häckseln. Ha. Noch mehr Filmmaterial, danke. Yay. Gibt's eine für jeden? Ja. Was ist da drin? Naja, die Taschenlampen, mein Notizbuch, Stifte, ein paar Müsliriegel, 3 Regenmäntel, Erste-Hilfe-Set, Flaschenöffner, Sonnencreme, Campinggeschirr. Sonnencreme. Du weißt schon, dass das nicht der Appalachian Trail ist. Vorsicht. Ist besser? Ich höre Häckseln. Ja, wenn sie in Ventilatoren geraten sollten, entsteht neues Filmmaterial. Finde einen Weg ins Stahlwerk. Geil, schön durch die Tunnel wieder kriechen. Super. Tja, das wäre natürlich tragisch, oder? Wie gesagt, es wäre Filmmaterial. Also so tragisch wäre das nicht. Wenn einer das schnell aufnehmen kann. Wir sind unter dem Stahlwerk. Fast da. Was? Hat dein Dad nie was von dieser Nacht erzählt? Beware the Night Watchman. Who are you? Mit Frank Stone? This way, fellow traveler. Einmal. Ich war noch klein und eher ziemlich betrunken. Auch wenn er sich nicht daran erinnert. Ich wüsste gern, was er durchgemacht hat. Oh, er will da lang gehen? Das verstehe ich. Er sprach nicht wie mit einem kleinen Warte, Kind. Warte bitte. Oder? Es tut mir leid, aber ich muss mich umgucken. Ich kann das doch nicht einfach so stehen lassen hier. Hallo? Wenn da ein Raum ist, wo ich mich durchzwängen kann, zwänge ich mich wieder durch. Als hätte ich dich jetzt nicht so schlimm finde. Hier, aha, eine Puppe. Süß, der Glöckner. Wer würde sowas hier lassen? Der Geist. Niedlich. Mehr war das doch gar nicht. Geht doch schnell. Man hetzt mich nicht so. Ja, außer jagt mich ja nicht mehr. Das stimmt. Und dein Lieblings-Emoji jetzt wieder, ne? Aha, hier kann man auch durch, oder? Dann muss ich mich da leider auch noch umgucken. Hier sind alte Steinwerfer. Scheinwerfer. Oh, warte mal, sind wir hier? Die kommen nicht hinterher, also kann ich mich hier ruhig... Oh, ein Sesselchen, hübsch. Bin nicht so überzeugt von Lindas neuer Szene. Aber wenn ich die Regiekarte spiele, wird sie wahrscheinlich nie mehr mit mir sprechen. Ah, ein alter Schlüssel. Ja, nehmen wir mit. Nicht gelesen, wofür? Ich sollte zu Robert zurück. Ja, gleich, sofort. Wir müssen uns hier noch einmal umgucken, das ist wichtig. Oh Gott, geht in Deckung und wirf einen Stein. Oh nein! Ein Scheinwerfer. Hab nur gerade die Ziegelsteine gesehen und musste dann irgendwie daran denken. Kann man da einen Schlüssel verwenden? Gesperrt. Steht nur gesperrt. Nichts mit Schlüssel. Okay. Und warum ist da gesperrt? Warum gibt es Türen, die gesperrt sind, wenn man sie nicht öffnen kann? So schlimm war es nun auch wieder nicht. Ich habe es noch nicht ausgesprochen gehabt, oder? Ich habe es nur halbwegs gedacht. Wie ich schon sagte, er sprach nicht wie mit einem kleinen Kind. Oder wie mein Dad. Ich konnte ihn sehen, wie er wirklich ist. Keep it going. Seine Narben. In der Nacht hat er seine Schulter geschrottet. Echt übel. Hat sich immer noch nicht ganz erholt. Wird er wohl auch nie. Verdammt. Ich wusste nicht, dass es so krass war.
Er sagte, er stand Frank Stone Auge in Auge gegenüber. Genau hier im Stahlwerk. Im Ofenraum genau genommen. Oh, wow. Er wurde ja auch halb aufgespießt. Hat er noch erzählt? Genau hier ist er auch lang gegangen, ja, stimmt. Er Dinge sah, die kein Mensch je sehen sollte. Oder wissen. Was bedeutet das? Immer wenn ich es ansprach, bekam er diesen Gesichtsausdruck. Und ich will ihn einfach nicht so sehen. Hm. Du klingst enttäuscht. Nein. Nein. Aber ich bin froh, dass du so ein gutes Verhältnis zu deinem Dad hast. Ich warte auch. Kurz, wir reden gleich weiter, Robert. Muss mich kurz wieder umgucken. So, guck mal, die Tür ist nämlich zu. Da kann ich nicht mal dran rütteln. Die andere Tür war zu und ich hätte sie öffnen können. Ich habe Angst, dass mich hier gleich irgendwas anspringt. Aber die scheinen alle... Da kommen wir wahrscheinlich gleich noch lang, ne? Weil da ist wieder so ein Ding zum Pfeil, heißt das. Vor allem übrigens deine und nicht unsere Schuld. Tomate und ich haben die richtige Entscheidung getroffen. Mhm. Aber die sind überall Pfeile. Und wozu kann ich jetzt hier lang gehen? Hm. Ich übersehe doch schon wieder irgendwas, oder? Oder ist es später noch wichtig? Weil ich kann mich hier durchzwängen, um mir das alles anzugucken. Ja. Trotzdem wäre das vielleicht gar nicht so schlimm gewesen, wenn wir andersrum gegangen wären. Kann ich auch nicht rein. Hier waren eben die Gänge, da habe ich eben durchgeguckt. Aber das kann man noch nicht aufmachen oder so. Was ansehen? Ach da, was ist denn das? Unmöglich. Ist das die Mütze von seinem Vater? Wow. Hm. Kann sein, dass die echt meinem Dad gehört hat. Ja. Ich cool. Dachte, Polizisten müssen die mit ihrem Leben beschützen. Hat er sicher. Aber ich... verstehe, warum er sie zurückgelassen hat. Krass. Dass die hier noch rumliegt, obwohl hier schon andere Leute waren. Hm. Ist ja nur Jahrzehnte her. So eine malerische Route. Was hast du nach dem Abschluss so vor? Weiß ich noch nicht so recht. Im Gegensatz zu dir. Wieso gehst du davon aus? Ist es offensichtlich. Der Film, deine Arbeit als Regisseurin. Das ja, wir reden gleich weiter. Entschuldigung. Aber hier ist er doch damals auch irgendwo lang gegangen, oder nicht? Damals ist er, glaube ich, hier lang gegangen. Und du? Willst du Polizist werden wie dein Vater? Niemals. Ich stehe auch auf Filme. Deshalb wollte ich euch helfen. Vor allem Horrorstreifen. Oh. Ich dachte, du magst einfach nur verfluchte Stahlwerke. Du glaubst wirklich, es ist verflucht? Du nicht? Hör schon auf. Aha. Was ist das? Die Taschenlampe? Schau dir das alte Ding an. Na, kaputt. Hier, das sieht auch so aus, als könnte man dahinter durch, aber haben sie alles zugemacht. Warum lauft die mir jetzt hinterher? Sind wir hier damals durchgekrochen? Kann das sein? Hm. Warum übernehme ich jetzt die Führung? Da oben. Äh,
Wirklich, glaubst du, das ist es? Last chance to turn back. Bin mir nicht so sicher, ob es das ist. Klar, wollte er wegen dem Film helfen, nicht weil er ultra thirsty nach der Blonden ist. Oh ja. Merkt man. Und er ist auch hier, ihr Boyfriend ist richtig eifersüchtig, merkt man auch. Ach, guck mal. Hä? Aber sind die jetzt nicht da, wo wir rein sind? Sind die denn nicht falsch? Oh, Gott sei Dank. Ja. Lebt Merlin noch? Du bist ein Genie. Gute Idee. Mit dem Gully. Danke, Robert. Los, Leute. Es reicht mit dem Rumgestehe und Gequatsche. Noch eine Szene und wir sind fertig. Hallo, Mr. Entitus. Oh ja, das ist echt ehrenlos. Aber die sind ja noch jung, ne? Ach, die drehen da. Und cut. Was sagst du dazu? Für mich passt das. Ihr wisst, was das heißt, oder? Und das war der Drehschluss für Murder Mill. Saubere Arbeit, Leute! Uhr auf dem Hof. Okay, wir haben missbilligend etwas voreilig mit dem Geknutsche. Oder wir haben beharrlich, wir brauchen noch eine Szene. Wir brauchen noch eine Szene, oder? Wir sind mal beharrlich, oder? Obwohl, sie hätte eigentlich über unseren Kopf hinweg entschieden. Wir könnten auch missbilligend nehmen. Kann ich mich noch umentscheiden? Nö, kann ich nicht. Ich glaube, eine Szene fehlt uns noch, bevor der Dreh offiziell fertig ist. Das hat mit dem Alter zu tun. In dem Alter ist man noch ein bisschen offener. Also, Linda wollte eine Szene drehen, die unsere Geschichte mit mehr Leben füllt. Da will man noch nichts Festes. Ja, damit kann ich arbeiten. Aber ihr spielt Bruder und Schwester. Bitte. Bei unserer Chemie? Glaubt uns eh keiner. Wo sollen wir denn die neue Szene drehen? Ich habe da tatsächlich schon eine Stelle im Kopf. Oh oh. Ach, sie will jetzt zum Furnace, zum Ofen. Oh ja. Das ist doch der Ofenraum, oder? Was meint ihr? Ich sage, wir tun's. Klingt gut. Willkommen zurück und guten Appetit. Oder hast du schon gegessen? Yo. Kommst du? Ja. Werden beobachtet. Hab schon gegessen, okay. Was gab's denn? Habt ihr was gesehen? Nein, da war nichts. Sicher? Er wirkt etwas verstört. Was ist los? Das stimmt. Nichts. Nichts, genau. Nur, dass Reimer einen Geist gesehen hat. Okay, ich bin nicht fünf. Ich glaube nicht an Geister. Jetzt schon. Ah, runter von mir, runter! Bonnie, Bonnie. Ah, runter. Erwischt. Nicht cool, Bonnie! Finde ich schon. Nicht cool! Was machst du denn hier? Ich gehöre zur Crew. Wir brauchen keine Hilfe. Hat sie auch ein T-Shirt an? Ja, geil. Ich stehe euch nicht im Weg. Geschlossenes Set. Okay. Wohl nicht. Reime. Bonnie, ich glaube wirklich, du solltest jetzt besser Dad zu Hause helfen. Du hast doch eine Menge zu tun, weißt du, und... Und nur dafür bin ich gut? Nein, ich meine... Das ist die ältere Schwester, oder? Linda? Ich würde sagen, sie kann dabei bleiben. Kumpelhaft auch. Kumpelhaft geht auch. Ja gut, kumpelhaft. Ja, habt ihr recht. Aha, da wird wiederum gechanged. Trotzdem für kumpelhaft. Ist ja eigentlich egal, ist doch beides dasselbe, oder? Ich habe das Gefühl, dass Bonnie macht, was sie sich in den Kopf setzt, egal was wir sagen. Und das war's. Okay, gut. Stehen wir hier bloß rum oder drehen wir einen Film? Zeit ist Geld, oder?
Oh, den Spruch kenne ich. Einfach auf, dass du nicht störst. Wir haben noch eine Menge zu tun und ich mag keine Ablenkungen an meinem Set. Du meinst sicher unser Set. Finde die Tür zum Ofenraum. Den spiele ich jetzt auch immer noch. Linda. Warte, kann ich mich da jetzt auch wieder umgucken oder so? Da kann ich durch. Ich habe echt keine Lust, noch mehr Figuren zu übersehen. Oh, hier kann ich mich auch umgucken. Aber es würde ja rein theoretisch leuchten, wenn irgendwo irgendwas liegt. Und auch wenn Griffe... Oh. Was sehe ich mir jetzt hier an? Klemmt. Ach so, okay. Würde ich nicht sagen, weil das zweite eher darauf anspielt, dass sie eigentlich dabei haben möchte, aber sie es eh macht. Okay, ja. Aber ich finde schon, dass das, weil es halt kumpelhaft drüber kommen sollte, ne? Es war ja auch nicht so fies ihr gegenüber. Ne, da kann ich nicht weiter hoch. Aber hier konnte ich mir gerade noch irgendwas ansehen. Oder so. Achso, hier. Sind aber alle zu gesperrt. Ja, komm, das war echt nicht böse. Das war kumpelhaft. Den haben sie wieder zugemacht. Das letzte Mal sind wir hier rüber und da rein, da war Werkzeug. Das ist jetzt nicht mehr da. Okay, dann glaube ich, haben wir hier soweit alles einmal abgeguckt, ne? Finde das sehr entspannt, dass man hier so ein bisschen schneller laufen kann. So, da geht's wahrscheinlich... Halt, es ging noch irgendwo durch einen Zaun durch. Stopp, Entschuldigung. Wo war denn... Irgendwo war doch ein Zaun. War der hier? Nee, der war schon da vorne, oder? War der hier irgendwo? Hier war doch irgendwo... Da ist der kaputte Zaun. Okay, da können wir durch. Oder wir können da hinten noch lang. Aber hier sind, glaube ich, die Türen... Da können wir weiter wahrscheinlich. Hier ist zu. Dann gehe ich noch einmal durch den Zaun durch. Und dann weiter. Das ist wieder nur meine Box. Na ja. Das ist hell. Ah, mir fehlt schon wieder eins dazwischen. Das wäre wieder so ein Spiel, was ich offline noch spielen würde, um die 100% voll zu kriegen. Wow, wie sinnlos ist dieser... Fear the Future, was? Future, Fear the Future, alles klar. Kacke, ey, die ganzen Figuren, immer eine fehlt. Und dafür kann ich da jetzt reinkrabbeln, um meine Figuren anzugucken. Verstehe ich nicht. Hier kann man aber auch noch was, was ist das? Die heißeste Flamme formt den härtesten Stab. Wunderschön. This girl is on fire. Durch den Zaun konnte man durch. Durch die anderen nicht.